Hallo Leute und auch willkommen zu einer neuen Folge von Ark Ragnarok. Und ihr seht mich auch schon hier auf dem Felsen. Und das hat auch einen ziemlich guten Grund, denn ich dachte mir, okay Leute, wir haben jetzt schon fast einen Rex gezähmt. Wir hatten einen Megalosaurus gezähmt. Aber wisst ihr, was wir noch gar nicht gemacht haben? Wir haben noch nicht diese wunderschöne Map erkundet. Denn ich habe euch sehr oft erzählt, was es hier alles angeblich geben könnte. Aber wir waren noch nie unterwegs und ich dachte mir, es ist doch auch vielleicht mal interessant, so ein bisschen hier die Map zu erkunden und vielleicht auch mal ein paar Abenteuer hier zu starten. Ne, ich bin jedenfalls so ein richtiger Abenteurer, der sich hier gerne umguckt, gerade in einer Umgebung, die er noch nicht kennt. Ne, wenn ihr es auf jeden Fall auch cool findet, dann gebt schon mal einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr freuen und mir auch sehr weiterhelfen. Und ja, dann bedanke ich mich auch nochmal für die, die auch letzte Folge mitgeschaut haben und vor allem mir Kommentare geschrieben haben. Denn dadurch habe ich erfahren, dass ich jetzt auch Sand einsammeln kann für Adobe-Plattformen. Genau, das wusste ich nämlich gar nicht. Die gibt es ja in Scorched Earth auch. Da gibt es ja sehr viel Sand und vor allem auch Lehm, aus dem man dann die Adobe-Plattform craften kann. Und das kann man hier tatsächlich auch machen. Ob es irgendwie nachher einen Sinn hat, ich glaube nicht. Denn ja, Metallstrukturen sind sowieso nachher am Ende besser. Oder Steinstrukturen. Oh, weil ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, ich weiß nicht, ich glaube Stein ist ein bisschen besser als Lehm. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Lehm hat einfach nur den Vorteil, dass es eben vor der Hitze schützt. Ne? Ich weiß nicht, ob es hier vielleicht Wüsten oder ähnliche warme Regionen gibt, vielleicht am Vulkan. Ich glaube, es gibt hier sogar einen Vulkan. Da könnte man diese eventuell sogar noch gebrauchen. Finde ich auf jeden Fall cool. Ne? Einige haben mir auch noch ein paar Tipps verraten hier für diese Map, was ich auch nochmal sehr nett finde. Ne, ihr wisst ja, dass ich mir auch fast alle Kommentare durchlese. Also ich versuche wirklich alle durchzulesen. Da habe ich schon oft erzählt. Und manchmal klappt das eben nicht, besonders wenn ich ja gerade ein bisschen beschäftigt bin. Aber ne, in der Regel lese ich eigentlich jeden Kommentar. So, und hier sieht er auch schon eine Schlucht, die ziemlich geil aussieht. Also hier könnte man, glaube ich, genau, erstmal hier das Revier markieren. Ne, okay, nehmen wir lieber mit, nichts, wir nachher noch einen T-Rex erzürnen. Aber es erinnert mich so ein bisschen an die eine Schlucht, die wir in der Nähe von meiner alten Base of the Island gesehen hatten. Also hier konnte man, glaube ich, auch ein gutes Tor hinbauen. Ne, so ein großes Behemoth Metal Gate. Und dann könnte man hier eine geile Base drum bauen. Bin ich der Ansicht. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich glaube, man könnte hier schon was Geiles schaffen. Ja, wir können ja mal ein bisschen weiter ins Dickicht rein, um mal zu gucken, was es hier noch so gibt. Vielleicht ein paar Höhlen, vielleicht ein paar Ankylos. Hi, Bro! Level 11. Können wir vielleicht auch mal zähmen, genau. Müssen wir aufpassen. Ich weiß auch gar nicht, was es hier gibt, ne, Leute. Weißt du, wir nehmen die Fackel raus, ist hier nämlich so ein bisschen dunkel. Vielleicht gibt es hier auch irgendwie T-Rexe oder Adosaurier. Ne, anscheinend nur Ankylos. Aber es ist ein richtiges Pflanzenfresserparadies. Sogar mit einem Brontohals. Wow. Also Leute, wenn das kein geiler Spot ist, weiß ich auch nicht. Wenn ihr wollt, wenn das ich hier baue, dann schreibt in die Kommentare. Ich habe zwar jetzt schon in den einen, ja, riesen Gigaskelett eine Base erbaut, aber es ist ja, genau, ich meine, die kann man ja schnell mal ändern, ne? Ich weiß gar nicht, ich habe ja noch gar nicht die vollständige Base jetzt gesehen, habe jetzt auch ein paar Kisten reinpliziert. Ne? Sieht auch schon ein bisschen anders aus. Vor allem hat sie jetzt auch ein Dach. Aber ich meine, es sind Holzstrukturen, das bringt mir eh ein bisschen XP. Also von daher kann ich das auch gerne nochmal machen. Apropos craften, da fällt mir auch ein, dass wir eine neue Rüstung craften sollten. So, und zwar aus Hide. Das können wir uns ja mittlerweile auch mal nicht mehr leisten. Wir brauchen ein bisschen mehr Fiber. Genau, wenn wir ein bisschen mehr Fiber hätten, könnten wir uns das nämlich auch leisten. Und dafür muss ich nicht mal die Fackel weglegen. Wunderbar. So, Crafting. Perfekt. So, mit all diesen wunderschönen Sachen können wir dann auch mal den Müll hier wegschmeißen. So. Oh, ich weiß gar nicht, sollen wir das wirklich wegschmeißen? Egal, wir lassen es erstmal im Inventar. Ich meine, noch könnten wir es eventuell als Ersatzrüstung gebrauchen. Ne, man sollte die Sachen nicht zu früh wegwerfen. Das sage ich immer. Und meine coole Brille habe ich natürlich auch. Es hält gar nicht auf, dass ich gar keine Heizsonnenbrille habe. So. Genau, jetzt kann ich die Fackel auch wieder zurückholen. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier kommt jetzt ein Tiefflieger, ein Argentavis. Oh, und noch was ganz anderes, was mir ein paar Probleme bereiten könnte. Na, Riesenkatze, wo bist du? Level 4? Die könnten wir zähmen, Leute. Ah, sind jetzt schon zwei. Zum Glück sind die nicht so schlau und kommen hier hoch. Ich habe gesagt, zum Glück seid ihr nicht so schlau. Nimm dies. Und das. Und dies. Und das. Und dies. Und gleich bist du tot. Genau, jetzt rennt er weg. Der eine dürfte gleich tot sein, beziehungsweise dürfte gleich bewusstlos sein. Ja, ja, komm hierher. Ah.
Komm hierher, mein Freund. So. Nee, der braucht noch einen. So, nee. Leute. Okay, der andere rennt auch weg. Ich verstehe das nicht. Rudeltiere. Na, traust du dich nicht mehr, ne? Weil ich hier auf dem Stein stehe. Wer ist jetzt der Boss, hä? Du sicherlich nicht, mein... Die wollen mich auch aus der Reserve locken, Leute. Das ist bei denen wirklich der Fall. Da muss man wirklich aufpassen. Guck mal, jetzt kommt der wieder. Oder? Die wollen, dass ich hier von meinem hohen Ross steige. Das werde ich auch jetzt tun. Lalala. Lalala. Hi. Warum rennt er denn jetzt weg? Rennt er jetzt zu seinem Bro? Leute. Ja. Traut niemals einen Säbelzahntiger, Leute. Der wird euch töten. Die sind blutrünstige Geschöpfe. Die verzeihen einen nicht. Die laufen nicht weg. Die verarschen einen nur. Okay, Leute. Ganz ruhig. Ja, und er ist weg. Das meine ich, Leute. Das meine ich. Oh, da ist er wieder. Ja, komm daher. Komm daher. Ich weiß, du kommst hier nicht hoch. So, dann noch hier was. Und gleich müsstest du tot sein. Oder zumindest betäubt. Genau, ist mir eigentlich egal, was davon eintritt. Hauptsache, wir sind dich los. Ja. Zählen wollte ich dich eh nicht, du Weglaufer. Schisser können wir hier nämlich nicht gebrauchen. Gut, das kann ich mitnehmen. Ein Speer ist auch nicht schlecht. Ah! Mensch! Ja, okay, das ist deiner. Ess ihn auf. Ess ihn auf. Ich brauch den nicht. Hätte mir ja nur ein bisschen Halt gebracht. Idiot. Naja, okay, wir sollten uns nicht mit Argentavisen anlegen. Sollte man nicht unterschätzen, Leute. Jetzt habe ich nur noch eine Steinschleuder. Ihr seht auch schon, es ist ja relativ gefährlich. Ich sollte wirklich nicht zu weit rausgehen. Ne? Es gibt ja nicht nur Argentavisse. Es gibt auch noch andere Geschöpfe. So, viel Fleisch habe ich auch nicht mehr. Vielleicht sollte ich mir mal ein bisschen Stein holen jetzt. Guck mal, nee, das ist ein Baum. Ja, der bringt uns leider nicht so viel Stein. Es sei denn, wir warten noch ein paar Millionen Jahre. Dann eventuell. So. Gut, das sollte erstmal reichen. Jetzt können wir wieder ein paar Vögel ärgern. Perfekt. So, 27 Steine, wunderbar. Damit können wir erstmal weitermachen. Genau, Argentavis zu zähmen lohnt sich noch nicht. Das hatten auch einige Kommentare geschrieben. Dafür brauchten wir erstmal einen Sattel oder zumindest jemanden hier, der sich den craften kann. Aber tatsächlich bin ich noch einer der am höchsten Leveligeren. Ja, ich glaube, es gibt noch einen, der momentan etwas höher ist als ich. Da sind wir auch schon wieder beim Thema Mitmachen. Wenn ihr mitmachen wollt, wie gesagt, dann schreibt es mir in den Kommentaren, gebt einen Daumen nach oben, damit ich auch weiß, dass ihr mitmachen wollt. Das würde mich auch gleichzeitig noch freuen, wenn ihr noch die Glocke aktivieren würdet. Ne, ihr wisst ja, jetzt es gibt neben den Abonnieren-Button noch so eine Glocke. Wenn ihr die auch noch aktivieren würdet, würde mich das sehr freuen, denn dadurch wisst ihr dann auch immer, wann ich ein neuestes Video hochlade. So. Genau, und jede Folge wähle ich natürlich auch dann Leute aus, die eben, Mist, genau, die eben nicht nur, die eben nicht so wie ich nachher enden, mit einer kaputten Steinschleuder und nicht wissen, was man jetzt braucht, vermutlich Fiber. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier raufgehe. Kommt er auch rauf? Nee. Wunderbar. Und ja, es war Fiber. Perfekt. Wir könnten also diesen Skorpion zähmen. Was uns auch nicht viel bringt, weil wir immer noch kein Skorpion sind. Aber ich möchte gerne irgendwas haben, worauf wir reiten können. Ah, zum Beispiel ein Säbelzahntiger. Wobei, ich glaube, da müssen wir auch noch ein bisschen stärker werden. Skorpi, komm mal her. Du willst auch von mir gezähmt werden. Wir brauchen unbedingt diese Narkobögen. Die kriegt man aber erst ab Level 20. Ja. Leute, wir können einen Skorpion zähmen. Wir brauchen aber, nein, wir brauchen vergammeltes Fleisch. Oh, das habe ich jetzt ja gar nicht, Leute. Wie lässt man Fleisch ziemlich schnell vergammeln? Ist eine gute Frage. Wir brauchen, oh oh. Ja, genau. Vielleicht indem wir uns von diesen Sauriern fernhalten. Also ich glaube, wir können theoretisch auch, nee, man braucht vergammeltes Fleisch. Ich glaube, normales Fleisch geht gar nicht. Oder geht das? Egal, wir legen mal ein bisschen was rein, gekochtes Fleisch. Ich glaube nicht, dass es geht. Wir können es ja mal testen. Ne? Warum nicht? Mal gucken, ob es ist. Klappt, glaube ich, nicht, ne? Nicht ganz. Wir warten mal. Wir holen mal irgendwas, wir töten irgendwas, was uns ein bisschen Fleisch geben könnte. Ich hätte ja den Säbelzahntiger nehmen sollen. Aber den haben wir ja leider die Argentavis weggenommen. Was haben wir hier? Ein kleines Fluggeschöpf. Ein Dimetrodon, wenn ich mich nicht irre. Hey, Bro. Level 9. Komm her. Komm her. Zeig mir, wie stark du bist. Genau.
Ne, lass dich töten. Komm. Hey. Nicht frech werden hier. Kann ja mal gucken, ob ein Speer sinnvoller ist. Oh. Ja. Das war doch nicht schlecht. So. Genau, fall bitte runter, dass wir dich auch aufsammeln können. Wunderbar. Und jetzt bitte ein bisschen Fleisch. Eins. Komm, ein bisschen mehr, Leute. Och. Ein Fleisch. Wunderbar. Wunderbar. So muss das laufen, Leute. Oh, okay, jetzt haben wir noch den Bro. Jetzt haben wir noch seinen Bro. Das ist ganz schlecht. Aua. Aua. Oder ist das sein Vater? Das könnte sogar seine Mutter sein. Da haben wir natürlich ein Problem. Ja? Komm her. Gib uns Fleisch, mein Freund. Ich wollte deinen Bruder nicht töten, aber er hat mir nicht genug Fleisch gegeben. Ich hoffe, das ist bei dir anders, mein Freund. Ah! Noch ein. Ah! Wunderbar. So, ich hoffe, der gibt mir jetzt genug Fleisch. Na, ich bin fast tot. Ich brauche mal ein bisschen Wasser. Ich könnte Beeren natürlich essen. Das ist natürlich eine sinnvolle Investition. Ich wundere mich auch, dass man durch das Essen von Rohfleisch keine Flüssigkeitszunahme kriegt. Weil theoretisch, man hat ja Blut da drin. Das sollte eigentlich so ein bisschen Flüssigkeit dazugeben. Dachte ich eigentlich. Geht aber nicht. Man muss wirklich die Beeren essen. So. Zack. Oh, ich habe, glaube ich, meine Scheiße gegessen. Leute, ich habe gerade mein... Mist. Das war gar nicht gut. Ihr könnt es gerade hier sehen. Das ist wahrscheinlich jetzt mein Tod. Ja. Das hätte ich dem Skorpion geben sollen. Okay, ganz ruhig. Ich muss jetzt nur noch zum Skorpion schaffen. Ihm das ins Inventar legen. Dann kann ich ruhig sterben und nochmal hier hingehen. So, er ist hier. Ja, hat auch schon ein bisschen Torpor verloren. So, das ist er gar nicht. War mir klar. Vielleicht rohes Fleisch. Welches auch erst ein bisschen später spoilt. Ist wunderbar. Ist er wahrscheinlich auch nicht. Wir müssen das wegwerfen. Aber dann spoilt es ja auch nicht. Leute, ich bin auch so schlau. Wo habe ich das jetzt hingeworfen? Hier. Oder spoilt das? Ne, das spoilt auch in 8 Minuten. Egal. Aber ihr seht auch mit normalem Fleisch geht es angeblich. Ne? Oder was heißt angeblich? Es geht. Man muss halt nur ein bisschen warten. Gut, da konnte ich zum Glück auch gecraftet. Spoiled Meat. Ja, wir warten einfach mal. Wir geben ihnen zumindest etwas, dass ich hier ein bisschen gezähmt werden kann. Ja, ich meine immerhin Fleisch. Wenn auch kein effektives. Gut, und er braucht mehr. Er will mehr, Leute. Ich hasse es ja, wenn die so gierig sind, ne? Man selber schon fast tot. Und dann kommt sowas hier wie ein... Naja, egal, Leute. Wir machen das schon. So ein Skorpion könnte uns eventuell noch weiterhelfen später. Mit dem kann nämlich auch viele andere Dinosaurier sehen. Mist. Super. Ich habe keine Flüssigkeit mehr. Ich habe kein Fleisch mehr. Dort ist ein fetter T-Rex, der mir den Weg zum Meer blockiert. Ich glaube, wir vergessen das hier mit der Base. Es regnet doch gerade. Guck mal, Leute. Kaum regnet das, kriege ich wieder hier flüssig. Ja. Genau, ich trinke hier das Regenwasser. Finde ich super von Ark. Das haben die super eingerichtet, so, dass man hier durch so einen kleinen Flüssigkeitszunahme bekommt. Finde ich geil, Leute. Finde ich richtig cool. Haben die echt gut gemacht. So, ich werde mal die Gamma hochstellen. Gamma auf 3. Sehen wir auch gleich mal wieder was. So, Beeren kann ich selber essen. Ich glaube, das will der Skorpion. Wir können es ausprobieren, ne? Ob der das ist. Ich meine, ist ein Insekt. Ne? Warum soll er es nicht essen? Nö, das möchte er gar nicht. Ihr seht schon, der 10-Fortschritt geht auch wieder zurück. Wir brauchen wirklich eine durchgehende Fleischzufuhr. Das heißt, entweder erledigen wir den Rex, was ich nicht empfehlen würde, denn dann würden wir vor große Probleme kommen. Ich hoffe, der ist nicht aggressiv, weil ich seine Kollegen getötet habe. Nee, alles gut. Was haben wir denn jetzt hier, was leicht zu töten ist? Meinetwegen ein Dilophosaurier oder so. Die sollte es hier doch bestimmt auch geben. Ich meine, es darf hier doch nicht nur irgendwelche T-Rexe geben. Irgendwas, was mich nicht tötet. Irgendwas, was mich auch am Leben lässt. Ja? Und was auch nicht zu weit entfernt ist. Ich kann natürlich gucken, ob ich jetzt zur Küste komme. Denn dort gibt es sehr viel. Genau, wie gesagt, ich wollte eine kleine Abenteuerfolge machen. Ein Abenteuer auf jeden Fall schon. Genau, dann schlage ich erstmal den Skorpion hier bewusstlos. Welches Level bist du, mein Freund? Och, Mist, Leute, nicht im Ernst, oder? Der schlägt uns nachher bewusstlos. Level 28. Das könnte böse enden. Egal, Leute, der gibt uns nachher nämlich Fleisch. Und, naja, eher Chitin, ne? Für eine Chitin-Rüstung. Ja.
weiß doch gar nicht, wie viel Leben so ein Level 38er hat, aber zu viel auf jeden Fall. Oh! Aber gleich keine Stamina mehr. Ich sollte am besten auf einen Stein springen. Ja, perfekt. Der kommt hier doch nicht hoch, oder? Nee. So, jetzt schlagen wir noch mal ein paar Mal Oh! Was war das gerade? Was hat mich da... Nein. Okay. Das war's, Leute. Nein. Okay, okay, okay. Huh. So, Leute, perfekt. Wir haben unser Fleisch gefunden. Ein dummer Säbelzahntiger, der es nicht schafft, auf einen Stein zu klettern, obwohl er theoretisch springen könnte. Mist. Ja. Kann ich irgendwie den Speer aufsammeln? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Kann ich meine Axt vielleicht reparieren? Fetch, ich brauche Fetch. Kann ich den Speer vielleicht reparieren? Kann man nicht. Kann ich einen neuen Speer craften? So, wir gehen mal auf Waffen. Ich kann nämlich nicht mit den Fäusten kämpfen, Leute. Jedenfalls nicht in-game. Primitiv. Melee. Sieht schlecht aus. Habe ich vielleicht irgendwas, was... Den Speer, kann ich den erforschen? Ja. So. Kann ich vielleicht jetzt einen Speer craften? Habe ich genug. Crafting. Perfekt. Leute, ich bin gerettet. Edit. So. Da. Wir haben einen Speer. So, nimm dies. Du Teufel. Ha. Au. Wir haben uns zu früh gefreut. Nimm dies. Ja. So, da haben wir ihn getötet. Kriegen sogar noch sehr... Sollte ich vielleicht das hier nehmen? Egal. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier, guck mal, perfekt. Perfekt, haben jetzt auch noch ein paar schöne Sachen hier bekommen. So schöne Sachen dann auch nicht, aber besser als nichts. Und ich weiß auch nicht, was zerbrochen ist. Können wir mal schauen jetzt hier. So, vielleicht sollten wir mal Leben verbessern. Gut. Dann sollen wir auch mal schauen, wie es jetzt unseren Skorpion geht. Ich glaube, mittlerweile hat er auch einen großen Anteil seines 10 Fortschritts wieder verloren, wenn er nicht gar schon aufgewacht ist. Nein, ich bin tot. Leute, Leute, wie oft ist mir dies schon passiert hier? Wie oft, naja, es ist eine Abenteuerfolge, ihr wisst es. So ein Tier, ach, ich habe noch kein Bett, fällt mir gerade auf. Genau, wenn ich ganz viel Glück habe, wache ich trotzdem vor meinem Haus auf, ne? Ich meine, ist auch direkt hier am Respawn-Punkt, da seht ihr es. Hallo Schildkröte, mein wunderschönes Haus. Genau, dort hinten seht ihr es. Es ist noch nicht viel da, muss ich dazu sagen, ne? Also ich habe hier meine 2 Kisten, dann ist hier das wunderschöne Haus mit einem Fenster und einer Tür und die Ceilings sind auch noch nicht alle fertig. So, perfekt, haben wir jetzt eine neue Axt, eine neue Spitzhacke. So, den Rest brauche ich, ein paar Steine nehmen wir mit und mehr brauchen wir dann eigentlich gar nicht. Genau, so, können wir jetzt noch ein bisschen Fiber holen oder erstmal ein bisschen Holz und Fetch. Genau, Fetch brauchen wir auch, haben wir ja gerade gesehen, das hatten wir fast gar nicht. So, da brauchen wir noch ein bisschen Fiber, das kann man immer gut gebrauchen. Und dann sind wir eigentlich durch, Leute. Dann können wir auch endlich wieder zurück zum Skorpion, denn den würde ich tatsächlich noch gerne diese Folge zählen, ne? Und dann haben wir eigentlich schon ein kleines Abenteuer erlebt. Ich meine, es war jetzt nicht die große Reise, wie ich erwartet habe. Aber wenn das wollt, können wir das gerne nochmal in der nächsten Folge machen, ne? Dass wir dann sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal die Map genauer an. Ich glaube, vorher wäre es aber doch nochmal ein bisschen sinnvoller, wenn ich nochmal ein bisschen levele. Und vielleicht auch, ich weiß nicht, vielleicht... Genau, erstmal ein paar Dinosaurier zählen wir. Vielleicht auch ein Raptor. Also ich glaube, das wäre so das Mindeste, dass wir zumindest schnell von A nach B kommen und zu denen noch einen Gefährten haben, der uns im Kampf unterstützt. Momentan ist das ja echt schwierig. Aber gut. Ich regeneriere dann erstmal, werde nochmal ein Dodo töten, damit wir zumindest ein bisschen Fleisch haben, weil später kriegen wir das nicht mehr, Leute. Ne, wir sollten jetzt schnell agieren, solange die Dodos da sind. Was war das denn gerade? Egal. Irgendwas Schnelles. Vermutlich ein Kombi. Oder mehrere Kombis. Oder ein Pegom Master Rex. Ich hasse die Viecher, ja. Genau, hi Kombi. Ich hasse euch. Dich besonders. So. Guck mal, perfekt, Leute, ne?
Und dabei habe ich mein Dodo noch gar nicht bekommen hier. Ich möchte noch mein Dodo-Fleisch haben. Warum schleiche ich die ganze Zeit hier rum, wenn ich nicht mein Dodo... Leute, mir reicht's. Wir haben genug Fleisch. Egal wie viel Fleisch oder wie wenig... Jetzt habe ich auch noch keine Stamina. Sehr gut. Die sind zum Glück sehr langsam. Das ist jetzt vielleicht unsere Rettung. Ich meine, sie sind auch nicht besonders stark, ne? Okay. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Hauptsache, wir gehen jetzt schnell zum Skorpion, beziehungsweise dort, wo ich gestorben bin. Denn dort liegt noch sehr viel anderes. Genau. Und ich glaube, er... Nein, hier sind Säbelzahntiger. Leute, es war schön, euch gekannt zu haben. Ich werde sterben. Oder? Nö. Wunderbar, ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt! Aber jetzt werde ich gleich sterben. Weil ich hier runterfalle. Jo, ich pack mich einfach hier durch. Kann man machen. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, habe ich gesagt. Ja, so sieht ganz vorsichtig bei mir aus, Leute. Hauptsache nicht sterben. Gut, jetzt ganz langsam. Hier könnte überall ein T-Rex sein. Und ich glaube, der Skorpion ist eh schon aufgewacht. Oder? Ja, dort ist der T-Rex. Scorpri? Scorpri! Adder und Scorpri... Where bist du? Oh, no. No. No, no, no. Houston. 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 Ja. Immerhin konnte uns der Säbelzahn vor dem Tod des T-Rex bewahren. Ich glaube, das wird heute nichts mehr mit dem... Ja, mit Scorpi. Wenn ihr aber wissen wollt, wie es weitergeht, dann schaut auf jeden Fall in der nächsten Folge vorbei. Wie gesagt, Ark Ragnarok wird jetzt alle 2 Tage kommen, gegen 16 Uhr. Ne, außer am Wochenende, da kommt es um 12 Uhr. Sagt es auch euren Freunden und schreibt es den anderen in die Kommentare. Und ja, ansonsten war es das wieder mit der Folge. Ich werde es gleich noch einen Anschluss aufnehmen, versuchen Scorpi zu retten, ob dies gelingt oder nicht. Das werdet ihr ja dann in der nächsten Folge auf jeden Fall erfahren. Und ansonsten, ja, hoffe ich, die Folge hat euch wie immer gefallen. Wenn das der Fall ist, dann schreibt die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben. Ansonsten macht's gut und bis zum nächsten Mal.